Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von 5 auf einen Streich. Wir haben heute den 20. Februar 2014. Und als erstes müssen wir natürlich auch das WhatsApp-Thema kurz aufgreifen. Schon letztes Jahr gab es einige Gerüchte um den Kauf von WhatsApp. Jetzt hat Facebook für 16 Milliarden Dollar WhatsApp aufgekauft. Genauso wie Instagram wird auch WhatsApp komplett autark weiterarbeiten. Es gibt ja einige Facebook-Hasser, die gleich sagen, okay, dann benutze ich WhatsApp halt nicht mehr. Wie sieht das bei euch aus? Ich werde WhatsApp weiter benutzen und werde das Ganze einfach über die nächsten Monate hinweg beobachten. Euch gefallen die ganzen kommerziellen Smartwatches nicht? Da habe ich was für euch. Und zwar ein Arduino Do-It-Yourself-Projekt. Und zwar die Retro-Watch mit kleinem Mini-Display, die mit einer Android-Applikation konfiguriert werden kann. Bist du ein Gameboy oder Gameboy Advanced Fan? Hier habe ich was für euch für iOS. Und zwar die Version 2.0 eines Emulators, den ihr auch ohne Jailbreak auf eurem iOS-Gerät installieren könnt. Ihr müsst lediglich das Datum eures Gerätes kurzzeitig während der Installation anpassen. Ein wirklich klasse Trick. Und das Design des Emulators wurde komplett an iOS 7 angepasst. Als nächstes habe ich eine kurze Messeinformation für euch. Und zwar läuft vom 24. bis zum 27. Februar der Mobile World Congress. Ein Muss für alle Mobile-Fans, da alle namhaften Hersteller neue Geräte oder neue Anwendungen vorstellen werden. Eine kurze Übersicht über alle Pressekonferenzen und mögliche Livestreams werde ich bei uns auf der Internetseite posten und auf den entsprechenden Netzwerken verlinken. Und zum Abschluss gibt es heute ein paar Zahlen. Und zwar eine schöne Übersicht, die zeigt, wie sich momentan die Smart-TV-Hersteller den Markt aufteilen. Die Top-Plätze werden belegt von Samsung, LG, Sony, Panasonic und Sharp. Aber auch Hersteller wie TCL und Hisense werden dieses Jahr ganz sicher weitere Marktanteile gewinnen. Aber mit 26,4% dominiert eindeutig Samsung den Markt. Habt ihr selbst einen Smart TV im Einsatz? Und wenn, von welchem Hersteller? Das war es zur 40. Folge von 5 auf einen Streich. Schaut bei Twitter, Facebook, Google Plus vorbei, abonniert uns auf YouTube, stöbert mal durch die Wochenübersicht, da sind über die letzten Wochen schon einige geniale Sachen dabei gewesen. Ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sendung und zwar morgen. Tschüss!